Willkommen zurück. Wir sind jetzt genau dort, wo wir auch hin wollten beim Tatort. Haben hier anscheinend ja, die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen zu quatschen. Unser Fokus findet auf Anhieb nichts. Ja, schauen wir mal, ob wir diesen... Oh, doch. Da oben findet unser Fokus was. Aber schauen wir mal, ob wir dieses Mal ein bisschen besser performen können als beim letzten Mal. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Ja, okay, du Feigling. Nee, da ist nicht das Fenster. Aber dann greifen wir hier einfach mal die Spur auf. Und gucken mal, wo die denn hinführt. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Ja, und das ist niemandem aufgefallen, dass hier in der Stadt alles voller Blut ist? Oder ist das normal? Noch mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm gestellt. Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. So, hat unser Fokus hier irgendwas? Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Ja, alles klar. Wo ist jetzt diese besagte Treppe? Da haben wir sie. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Gut kombiniert. Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen. Könnte er nicht auch hier ins Wasser gesprungen sein? Ja, erstmal hier die Truhe plündern. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Eventuell in die Stoffe geschoben? Schauen wir doch mal. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Ja, ist halt nur die Frage, ob uns das reicht, weil das Schwert gehört ja dem Dude, der das irgendwie seinem Neffen oder irgendjemandem geben wollte. Und wenn wir dann ankommen und sagen, hey, das Ding ist verkauft und der Erlös geht an Bedürftige, ist das einerseits lobenswert, aber bringt ihm natürlich auch nicht wirklich viel. Oh, sieh mal an, da haben wir auch nochmal zwei Quests. Aber hier kommen wir nicht durch. Erend wartet im Sonnenpalast. Ich sollte nach ihm sehen. Nee, da kommen wir auch nicht durch. Ja, shit. Weil es Nacht ist, oder wie?
Ja, 11 Scherben, nicht so viel, aber wir nehmen alles. Nee, da kommen wir auch nicht wirklich durch. Shit. Wir können natürlich auch den langen Weg nehmen. In der Nähe habe ich aber kein Lagerfeuer. Ah, verdammt. Zeit vorspulen können wir, glaube ich, auch nicht. Nee, schnell speichern macht jetzt auch nichts. Geht hier gleich noch die Tür auf oder nicht? Ja, shit. Nein. Das muss der Turm sein. Er ist riesig. Verdammt. Nee, da hinten öffnet sich einfach nichts. Ah. Nicht so geil. Aber okay, dann versuchen wir mal in der Zwischenzeit, solange es... Ja, hier ist auch wieder alles dicht. Aber mal schauen, vielleicht kommen wir ja, wenn wir außen herumlaufen, zum Schloss. Können wir mal schauen, ob wir vielleicht die Quest mit Erend beenden können und dann die Folgequest annehmen. Denn es geht ja immer noch darum, seine Schwester zu finden oder herauszufinden, ob sie wirklich tot ist oder nicht. Ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Ja, da haben wir jetzt gerade keine Zeit für. Ja, wenn die Nacht wirklich so einen Einfluss hat... Niemand kommt ohne eine Einladung in den Palast. Na... Sehr schön, wir kommen gar nicht mehr irgendwo hin. Na, dann greifen wir uns hier wenigstens nochmal so einen Datenpunkt. Da vorne ist auch nochmal einer. Okay, was sagen jetzt unsere Quests? Rede mit Marat. Alles klar. Ach, Marat steht direkt davor. Shit. Gut, dann laufen wir nochmal zurück. Wir haben ja gerade eh nichts Besseres zu tun. Niemand kommt ohne. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Oh, sehr schön. Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Erst kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt... Ja, die Schlange ist ziemlich lang. So, Tadelloser. Beeil dich mal ein bisschen. Ignoriere sie. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Wie ist der Sonnenkönig so? Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater.
Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Ja, aber wenn er nicht wie sein Vater ist, sagt uns das auch nicht wirklich viel, außer dass er kein Barbar ist. Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Eloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist, nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwa. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Und wer genau ist Derwa? Um Derwa zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von, tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen, besonders bei den Osseram. Derwa schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Derwals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Wieso nimmt Derwal so viel auf sich, um Ersa zu entführen? Er fühlte sich betrogen. Sie kämpfte an seiner Seite, bis sie begriff, dass er Meridian komplett auslöschen wollte. Da kam sie zu mir. Wir konnten ihn stoppen. Und befreiten die Stadt von meinem Vater. Seit diesem Tag versucht Derwa, sich dafür zu rächen. Und tut das meist an Osseram, die mit uns kämpften. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Man nennt euch einen Sonnengott, der seinen Vater erschlug, um den Stämmen Frieden zu bringen. Stimmt das denn? Es heißt, du siehst das unsichtbar, teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften und kannst Maschinen zähmen. Wie viel stimmt denn davon? Es kommt schon so hin. Tja, ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen, aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen. Vielleicht nächste Woche. Recht nett habt ihr es hier. Man sieht beinahe die kleinen Leute unten am Berg. Es gefällt dir nicht? Dann kann ich dir sagen, mir auch nicht. Ja. Man muss Geduld haben. Die Veränderung braucht ihre Zeit. Aber wird sie je kommen, wenn man in Palästen lebt? Vielleicht. Irgendwann. Wenn Leute wie du mich dabei unterstützen. Eure Politik erscheint sehr kompliziert. Die Osseram sind Freund und Feind zugleich? Ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Ersa und ihren Freibeutern. Viele von ihnen leben jetzt hier. Ja, doch die Präfekten der Osseram-Klane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge.
wie auch viele Karja-Adlige. Tja, es ist eine heikle Situation. Insbesondere, weil mein Vater die Oseram jahrelang beraubt hat. Erza hält den Frieden. Sie verspricht, dass alle profitieren können. Doch manche, wie Derval, nähren immer weiter ihren Hass. Was wisst ihr über diese Schatten, Karja? Was haben sie mit Erza zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Erza ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derval war das klar. Das war sein Plan. Ich muss jetzt weiter. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Erza. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Okay. Wir haben wieder ein paar neue Informationen bekommen. Über diese ganze Kultur hier. Da hinten haben wir noch ein Datenpack. So, okay. Was haben wir jetzt? Aloy, wie kann ich behilflich sein? Du bist offensichtlich ein Berater des Sonnenkönigs, aber was machst du eigentlich genau? Was notwendig ist, natürlich. Weichst du immer so aus? Kommt drauf an. Was macht dich so sicher, dass der Wahl es war? Sicher und gewiss sind nicht meins. Für mich zählt möglich und vermutlich. Wie viele Oseram sind klug genug für diese List? Und können eine komplizierte Waffe bauen. Wer hasst Erza so? Mehr als einer? Wohl kaum. Derval? Könnte gut sein. Auch wenn man ihn für tot hält. Das ist ein weiterer Grund, Worten gegenüber misstrauisch zu sein. Du hattest recht mit Awad. Er wirkt ehrlich. Er ist der Sonnenkönig. Ich diene ihm so gut ich kann. Was soll ich dir noch sagen? Und war das auch mit dem letzten König so? Nun, da diente ich eher den Gegnern. Und das war der beste Dienst für das Sonnenreich. Was hast du getan? Nichts, wofür man mich tadeln kann. Was erwartet mich an der Grenze? Ein Außenposten voller Oseram. Von denen die meisten Derval ablehnen. Doch die, die mit ihm gegen den letzten Sonnenkönig kämpften, sind immer noch sehr loyal. Er wird nicht alleine sein. Und vergiss nicht, er ist ein Handwerksmeister. Nichts geht ihm über sein gefährliches Spielzeug. Das klingt für mich nach Spion. Es gibt viele hilfreiche Stimmen im Sonnenreich. Und auch sonst. Ich sehe mich gern als einen guten Zuhörer. Warum nennt man dich tadelloser Marat? Das kommt darauf an, wen du mit Mann meinst. Und wofür man mich tadeln könnte. Du bist wirklich anstrengend. So sagt man. Ich muss gehen. Dann tu das. Ja, ein bisschen Verwirrung, aber nichts Aufschlussreiches. So, ich hielt Erza für tot. Und ich hielt Derval für tot. Tod scheint nicht mehr zu sein, was es war. Oder ich bin ein Trottel. Wie auch immer. Es ist an der Zeit, meine Schwester zu finden. Und Rache zu nehmen. Ich hoffe, Marats Agent weiß etwas. Hat Erza je etwas über der Wahl erzählt? Wir gehörten beide zu seiner Truppe. Sozusagen. Wir halfen seiner Armee gegen den Sonnenkönig aufzubauen. Aber dann warf er ein Auge auf Erza. Selbstverständlich war sie nicht interessiert, aber er stellte ihr nach. Abgesehen davon, dass wir erkannten, dass er alle Karja töten wollte, nicht nur die Bösen. Kurz gesagt, er ist ein ganz übler Drecksgraser.
Aber wenn er ein Auge auf sie geworfen hat, wird er sie wahrscheinlich nicht getötet haben. Awad will Ersa unbedingt finden. Ja, sie verstehen sich gut. Manche sagen, da läuft was, aber ich glaub's nicht. Er ist zu dünn für sie. Okay, jetzt habe ich ein paar schlimme Bilder im Kopf. Wir sollten sie lieber finden. Und es derweil zeigen. Ich sollte gehen. Lass mich in Scheuerfels nicht hängen, okay? Ersa braucht uns. Nun gut, dann geht die Sonne eigentlich auf? Nee, nicht wirklich. Ja, wir können hier noch mal ein paar Pfeile herstellen. Sehr schön. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Ja, aber das Tor ist ja noch dicht. Wenn das immer noch... Ja, das wird sich ja wahrscheinlich nicht geändert haben. Ich glaube, ich muss den großen Umweg machen. Ja. Den muss ich nehmen. Dann pausiere ich mal eben für euch und dann sehen wir uns unten an der Wassermühle wieder. Ein wirklich langer Weg. Aber wir sind immerhin am Ziel. Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen. Verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten in ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ich habe letzte Nacht zwei wegen Ordnungswidrigkeiten festgenommen. Okay, das sind quasi Robin Hoods. Ja, sie machen oder sie wollen Gutes tun. Haben jetzt vielleicht den Falschen beklaut. Okay, kann passieren. Aber was wir jetzt machen, ist erst einmal schauen, wo wir als nächstes hindüsen wollen. Das ist gut. Wir haben hier auch gleich ein Lagerfeuer um die Ecke. Aber ich sollte, glaube ich, erstmal hier rechts das Lagerfeuer holen. Damit ich, wenn wir nochmal hier zurück müssen, mich auch quasi fast vor die Haustür porten kann. Ja, nebenbei können wir dann auch nochmal unseren Medizinbeutel füllen. Und da haben wir auch schon das Lagerfeuer. Sehr schön. Gut. Ja, was wir eigentlich auch noch machen sollten, ist eben hierhin düsen, das Lagerfeuer holen und die beiden Sidequests. Ich war mal so frei und habe geskippt. Dann können wir uns nochmal eben schnell die beiden hier holen.
bevor es dann bei der Quest weitergeht. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsenjägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege. Und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Also was... Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne, schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Genug. Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte, warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall. Haben wir vielleicht beides? Ich hab euch beide Teile besorgt. Also, was sagt ihr? Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen? Es wäre die falsche. Also gib der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich, natürlich. Bitte sehr. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaullinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Gesagt, dass wir keine Oh Mann, die beiden haben Probleme. Und ich sagte, ein so, schnell weg. Da vorne müsste auch noch irgendwo eine Quest sein, aber die eben war natürlich gut. Die haben ein bisschen viel gequatscht, aber sonst war die ja sehr schnell beendet. Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubte es nicht. Erzähl mehr über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich, nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich.
Ja, hier auch wieder. Dem wird sofort geholfen. Aber wie zum Beispiel bei Erend, da wollte sie nicht wirklich helfen. Interessant. Gut, wir wollten aber erstmal hier nach oben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir da... Ist das eventuell die Ehrenquest? Dass wir dort Spuren finden, um seine Schwester zu finden? Ich weiß es schon nicht mehr. War zu viel Gelabere zwischendurch. Gut, wo müssen wir hin? Da vorne. Ja, da oben haben wir auch eine kleine Festung. Ja, kein Nil. Aber wenn das eine freundliche Festung ist, können wir auch noch mal eben schnell das Lagerfeuer greifen. Na, haben wir schon, oder? Ja, sehr schön. Aber dann können wir auch noch mal eben schauen. Standhafte Wacht. Okay. Ja, könnte eine Dame sein. Rüstung sieht eigentlich auch ganz nice aus. Aber okay, wir haben eine Mission. Die sollten wir natürlich nicht vergessen. Ja, der Hase könnte eventuell noch nützlich sein. So, was sagt unser Fokus? Nichts. Ja, aber wo ist denn das Lager? Da haben wir keinerlei Spuren. Aha. Nützlich für eine alte Rezeptur. Ah, sieh mal eine an. Da ist jetzt was. Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Oh, na also. Mal sehen, wo sie hinführen. Gut, dann folgen wir den Spuren doch einfach mal. Und was für ein Zufall, da oben ist eine Festung. Ja, da haben wir aber auch ein Lagerfeuer. Ich glaube, das wird keine Befreiungsaktion werden. Ein paar Läufer direkt vor der Haustür ist auch nicht verkehrt. Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Ja. Okay. Die sind uns nicht wohlgesonnen. Ah, aber das sind dann die Schattenkaja mit ihrer dunklen Rüstung. Ich habe hier auch wieder zu viele Leute getriggert. So, der ist down.
der auch. Du hast den Zorn der Sonne heraufgeworfen. Erwischt. Schlagen wir zurück, verdammt! Oh, 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 oh. Das Ende der Ungläubigen. Ja. So, erstmal die HP ein bisschen hoch ticken lassen. Sieh mal an. So, nochmal eben durch. Einmal einen schweren Angriff, danach den kritischen. Down ist er. Okay, das läuft ja doch besser als gedacht. Der ist auch down. Da oben versteckt sich noch einer und hier natürlich hinter der Säule. Der ist down, Heiltrank, wunderbar. Ja, Rohstofftasche wird wahrscheinlich eh wieder nur voller Crap sein. Ja, ein paar Heiltränke wären nicht verkehrt. Da haben wir was für die Schnellreise bekommen. Das nehme ich auch gerne. So, da haben wir hier noch ein bisschen Loot. Und da. Gut. Ein Dude ist noch hier drinne. Da oben rechts war der. Da steht er doch. Okay, da kann ich nicht hochspringen. Shit. Aber dann gehen wir mal auf diese Pfeile. Ah, sehr schön. Ein netter One-Hit in den Kopf. So, Lagerfeuer aktiviert. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. So, machen wir dieselbe Taktik wie eben. So, schnell weg. So, schnell weg. Ein bisschen hochhallen. Der Dude hat nämlich wieder sein Monster-Ding. Ja, da sieht man auf jeden Fall schon mal, dass dieses Konzentration Plus deutlich länger geht. So, da haben wir wieder die Konzentration Plus. Länger halte ich nicht durch. Ich werde mein Ende betreten. Für den Streck. Und down ist er. Sehr schön. 100 Scherben ist, glaube ich, auch das dickste, was wir bislang bekommen haben. Ja, wieder ein Heiltrank, sehr nice, aber ein bisschen wenig Heiltränke. Ja, der Loot war jetzt auch nicht so der Burner, aber wir müssen natürlich den Dude hier erstmal retten. Schick mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang.
Wo läuft er jetzt lang? Ja, da will er sich abseilen. Es fühlt sich an, als würde mir der Sand unter die Haut kriechen. Ja, vielleicht hätten wir ihnen sagen sollen, dass wir das Lager schon komplett geräumt haben. Aber zumindest können wir hier noch mal ein paar Heilkräuter aufsammeln. Kindief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein, ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Okay, das war jetzt die Lebensmittellieferung. Das hatte jetzt gar nichts mit Erens Schwester zu tun. Gut, aber ist natürlich dennoch eine Quest mehr, die wir erledigt haben. Aber bevor wir da nochmal drauf schauen oder zurückgehen, wir haben eine verdorbene Zone, aber irgendwas anderes ist da auch noch. Aber verdorbene Zone 32 ist natürlich auch ein bisschen hoch. Da haben wir auch noch eine Quest. Da ist ein Jagdgebiet. Alte Freundschaften, okay. Gut, aber das Ding haben wir schon mal freigeschaltet. Können wir zumindest da mal eben schnell hinflitzen. Problem ist, wir haben jetzt so viele Quests, aber die werden irgendwie nicht wirklich angezeigt. Oder von irgendwelchen anderen Icons verdeckt. Das kann natürlich auch gut sein. Oh. Ach, das sind Trampler, okay. Okay, die können wir vermutlich nicht one-hitten. Aber immerhin überbrücken. Na, komm schon hierher. Okay, die kämpfen gegeneinander. Gut, ich sehe jetzt aber hier auch nicht wirklich, wer unser ist. Und aber der wird wahrscheinlich wild sein. Wow, shit. So, der mit dem Chip könnte unser sein. Oh, ich wollte schon gerade sagen, Mensch, die sind ja gar nicht so stark. Aber da hat er mich natürlich richtig erwischt. Okay, das ist unser Dude.
Das Kaninchen, sehr schön. So, du hast uns gute Dienste geleistet und das ist natürlich deine Belohnung. Ja, shit, ich hätte nochmal ausprobieren sollen, ob man den reiten kann oder nicht. Ich glaube aber nicht, weil das Ding ist schon ein bisschen zu bullig. Aber okay, da vorne haben wir auch schon den Spot erreicht. Mal schauen, was hier jetzt abgeht. Ja, wir sollten hier vielleicht nochmal eben schauen. Rede mit Olin, okay. Wo haben wir denn die Quest? Da haben wir sie. Da unten ist der Olin. Ich dachte, wir mussten komplett in den Norden, um seine Familie zu retten. Aloy, eine Frau, die ihr Wort hält. Olin, deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es, da neben den Spornfelsen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass der Dude uns nicht verarscht. Oh, zu spät. Ja, die Maschinen sind schon down. Ein bisschen Heilung nehmen wir natürlich auch mit. Aloy, und das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen, Osaram-Stil. Oder von der Seite, oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Soll ich das allein machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Also los. Du hast meinen Stahl. Gut, dann schauen wir mal, ob er den ganzen Spaß hier überlebt. Hier müssen sie Olins Familie festhalten. Ja, auf den ersten Blick würde ich sagen, das sind noch nicht mal ganz so viele, aber wer weiß. Oh, da steht ja auch einer. Ein Heiltrank, wunderbar. Okay, wir haben da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe was gehört. Oh Gott. Aber okay, Headshot. Und das ist wieder der Obermacker. Ein Geschenk des Schatten. Okay, Obermacker ist down.
Okay, beim letzten Mal waren die Eklipse doch deutlich heftiger, oder nicht? Na, sehr schön, noch schnell genug weggekommen. Ah, schade, das Wildschwein kann ich mir nicht greifen. So, da oben ist noch einer, den holen wir uns doch nochmal. Einmal hochhalten. Gut, wir haben einen Schlüssel, wer weiß, vielleicht ist der ja nochmal wichtig. Oder höchstwahrscheinlich wird er wichtig sein. So, da haben wir nochmal ein bisschen Loot. Mehr kann ich nicht tragen. Ah, shit. Okay, das war aber nicht das, was wir eigentlich machen sollten. Wobei doch, wir haben jetzt wieder Platz frei. Das war sogar einigermaßen hilfreich. Okay, bei den Beuteln haben wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Da sind wir noch nicht auf dem Maximum. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch eventuell reißen können. Na los, na los. Und die Familie ist vereint und Olin hat sogar überlebt. Mein Kind! Aloy, ich stehe in deiner Schuld. Der Sonne sei Dank! Du hast uns gefunden! Ich fand jemanden mit dem Mut, den ich selbst nicht aufbrachte. Sie ist es, die deinen Dank verdient. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht. Du solltest auf sie hören, Olin. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olin, all deine Fehler. Mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Okay, wunderbar. 5000 EP. Sehr schön. Damit können wir was anfangen. Wir haben ihn mit seiner Familie wieder vereint. Level up. Sehr gut. Und haben dann natürlich auch wieder eine Quest weniger. Sehr schick. Okay, schauen wir mal. Können wir eventuell... Nein, wir haben hier nur einen Fähigkeitspunkt. Damit können wir noch nicht ganz so viel erreichen, außer hier vielleicht ein bisschen... Ja, das gönnen wir uns, glaube ich, mal. Schnellere Heilung. Und als nächstes werde ich mal wieder eine Quest aussuchen. Wobei, nee, wir machen noch mal eben was anderes. Und zwar können wir noch mal... die Quest hier abgeben. Dann haben wir die auf jeden Fall erledigt.
und können dann beim nächsten Mal ja eine neue Quest anbrechen, schauen, was ich mir da jetzt aussuchen werde. Und was ich noch sagen wollte, fällt mir jetzt nicht ein, aber egal. Gut, gehen wir nochmal zu dem Dude zurück. Der müsste ja sein Schwert wieder haben. Und dann können wir uns noch unsere Belohnung abholen. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Okay. Mein Angebot wird dich überzeugen. Versprochen. Du solltest deine Vorräte aufschreiben. 3000 EP und eine Kiste. Ja, in der Kiste wird wahrscheinlich wieder nur Bullshit drin sein. Ja. Dem ist, glaube ich, auch so gut. Alles klar. Wie gesagt, ich suche mal eine neue Quest aus. Schauen wir mal, wo es dann beim nächsten Mal hingeht. Verkaufe hier nochmal ein paar Items, dass unser Inventar auch schön leer ist. Und dann geht es weiter mit einer Quest, die ich jetzt noch nicht wirklich kenne.